Hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft. Ja, und ich habe ja was vergessen. Moment, so. Ich wollte euch doch unbedingt einmal die Hängematte zeigen. Die habe ich komplett vergessen. Ich gebe es zu. So, nach 7 Days gestern ist irgendwie alles hier noch falsch eingestellt. So. Also, ich möchte eine Hängematte bauen. Für die Hängematte brauche ich Holz, Nägel. Habe ich noch Holz? Haben wir irgendwo Schrott? Schrott? Einen Schrott? Achso, nee, 21 Schrott. Okay. Na, dann schauen wir mal. Eins, zwei. Ich muss zuerst Nägel herstellen. So. Also, eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. So, nochmal Nägel. Und jetzt brauche ich Bretter. Das brauche ich zum Hochgehen frei. Jetzt brauche ich schon wieder Holz. Also jetzt kann ich dann auf die Frage, habe ich noch Holz sagen? Nö. So, da brauche ich wenigstens frei zum Gehen. Da geht's. Okay. Und dann könnte man sagen, hier bauen wir unser Schlafzimmer quasi. Also. Herstellen. Ach, Blätter, okay. Natürlich ist die letzte Kiste, in die man reinschaut, ist doch immer so. Mann, Mann, Mann. So. Eine Runde schlafen. Gute Nacht. So. Ich würde sagen, da fangen wir an. Und dann kann ich hier zum Beispiel ein Fenster einbauen. Das gibt's, das gleiche gibt es auch in Holzoptik. Das schaut dann ähnlich aus. So, und jetzt wollte ich, nein, eine Hängematte. Federn und Nägel. Okay. Herstellen. So. Also heute habe ich nicht drauf vergessen, Volki. Die Türe macht man übrigens mit E auf. Und dann. Ah, so schaut die aus, okay. Cool. Wir haben eine Hängematte. Und sie ist schon wieder wie am Verdursten. Na komm. Geh rein da. So. Ja, Wasser brauchen wir gerade keins. Niam, niam, niam. So. Dementsprechend brauchen wir das jetzt hier nicht mehr. Tschüss. Und hier könnten wir uns noch genau so, so. Mir fehlt schon wieder Holz. Okay. Ohne Holz wird das nichts. So. Ich höre es.
Doofi. So. Nein, dann nicht, weil sonst falle ich wieder ins Wasser. Genau. Den Metall können wir rausnehmen. Okay. Da könnte man Fenster einbauen. So, mehr haben wir da noch nicht. Für mehr müssen wir erstmal weiterbauen. Warum habe ich das jetzt gemacht? Weil ich... weil ich eigentlich umbauen wollte. Und zwar, ich bräuchte jetzt große Lagerkisten. Ein Scharnier habe ich. Seile haben wir. Ja. Stellen wir mal eine her. Jetzt fehlt mir Holz. Liegt hier zufälligerweise schon wieder Holz? Jetzt fehlen wir Scharnier. Natürlich. Okay. So, jetzt habe ich zwei Kisten. Und diese Kisten kann ich jetzt zum Beispiel hierher hängen. Damit sind die natürlich deutlich mehr safe als alles, was unten steht. Die Frage ist jetzt nur, was gehen wir da hoch? Also, ich würde mal auf jeden Fall mir da oben ein Holzlager anlegen wollen. Moment. Dankeschön. Ich kann doch nicht zuschauen, wie der an mir vorbeischwimmt. So, also ein Blätterlager möchte ich auf jeden Fall. Es geht sich nicht mehr aus. Das ist leer. Steine. Auch die kann man aufhängen, natürlich. Da vorne kommt eine Insel, aber die ignorieren wir jetzt. Wir haben nicht kaum Holz. Also da oben werde ich mal Holz reingeben und hier Plastik, ja. Wo habe ich jetzt die Kiste? Da. Da kommt das rein. Und da kommen die Steine rein. Blätter. Plastik. So. Damit haben wir da unten dann irgendwann keine Rohstoffe mehr liegen und haben die alle oben. Wäre mir deutlich lieber. Und dafür haben wir jetzt oben Platz. So, Blätter haben wir jetzt keine, das haben wir auch nicht. Holz haben wir keins, aber Plastik haben wir massig. Und da kommt zum Beispiel Schrott und Nägel rein. So. Die Federn haben wir jetzt noch da unten und auch das. Das ist mir klar. Wird aber jetzt fürs erste Mal reichen. Ich wollte ja auch noch eigentlich dann alles färben, logischerweise.
Das war jetzt natürlich Timing. Das wusste ich, dass der da kommt. Nein, Blödsinn. So, den Tisch können wir dann auch alles raufstellen. Und dann könnten wir die Samen probieren. Dankeschön. So, geh mal weg da. Du auch. Und du auch. Auf jeden Fall habe ich jetzt extra dran mal gedacht, dass ich ja die Hängematte bauen wollte. Es tut mir echt leid, auf die habe ich nicht komplett vergessen. Gib's zu. So, wir brauchen ja dann wieder das Grün eigentlich und gut, ob die Wohnung oben jetzt rot wird, weiß ich nicht. Und was man noch alles anmalen kann, müssen wir auch noch rausfinden, oder? Ja. Ich würde ja gerne... Habe ich eine Werkzeugkiste? Nein, bisher nicht. Da ist er. Okay, die sind noch nicht fertig. Schwarz. So, nehmen wir mal auf. Okay. Rot, weiß, gelb, rot, blau und schwarz. Wovon haben wir das wenigste? Vom roten. So, machen wir mal das. Und jetzt. Jetzt würde ich gerne mal schauen, ob ich das hier anmalen kann. Und zwar in der Farbe. Ne, das kann ich nicht anmalen. Nö. Schade, also ich kann das auch nicht anmalen. Kann ich die anmalen? Nö. Schade. Das war, glaube ich, das hier, oder? Ja. Wenigstens mal das. Kann es sein, dass die gleich kaputt ist? Ja, ist sie. So. So. Jetzt habe ich meinen Rasen. Gut, dass wir so viele Farben gefunden haben. So. Bleib da. Kannst du nicht einfach so abhauen. So. Da ist noch eine kaputt gewesen. Da. Na, ich weiß ja nie, was daheim macht, während ich unten bin. Natürlich habe ich kaputte oder ähnliches. So. Alt weiße Farbe, gelbe, rote, blaue, schwarze. Sehr gut. Oh. Da kommt ja die Blume hin. Genau. Metall, komm her. Bitteschön. Ich weiß zwar nicht, was das gerade war, aber es sah merkwürdig aus. Machen wir noch ein paar Farben. Also da oben möchte ich quasi jetzt so eine Art Wohnung bauen. Und unten möchte ich probieren, mit einem so einem Pflanzkübel, ob ich den einsperren kann quasi.
Also ob der Vogel dann da noch hinkommt. Oh, hi Tod, hi Tod. Moment, Moment, Moment. Wo ist mein... Da ist mein Segel. Hi, hi im, im Winter. Oh, ruck. Passt. Bloß nie rausspringen, ohne das Segel zu schließen. Es ist besser. Die Haiköpfe, habe ich die irgendwo daher dann, oder? Ja, genau. Ah, die Farbe ist schon wieder fertig. Cool. Und ich brauche bald einen neuen Speer. So, jetzt legen wir uns erst einmal in unsere neue Hängematte. Nein, erst gehen wir was trinken. Oder Moment, wir machen das einfach mal so. Eine Wassermelone ist doch ideal. Zum Abendessen mal eben schnell eine Wassermelone. Klingt doch gut. Und für den kleinen Hunger gibt es dann noch ein bisschen Fisch. So. So. Dafür sind wir jetzt mit der roten Farbe fertig. Jetzt brauche ich da oben natürlich noch Licht. Das fehlt mir auch noch. So, gute Nacht. Oh, ja, war ja hier gleich viel angenehmer. Da kann man auf der Hängematte liegen und die Sterne beobachten. So. Habe ich denn hier kein Fähnchen? Achso, gut. Aber die Richtung dürfte passen, ja. So, oh. So. Und so nach und nach würde ich halt gerne das Wichtigste nach oben verlegen. Da unten kann man ja dann Schnickschnack machen, wie Teppiche und keine Ahnung. Genau, den Trophäentisch und sowas. Wäre eine Idee. Was brauchen wir für die Laterne? Nur Schraub noch dazu. Seile. Machen wir mal einen Teppich. Den brauchen wir noch nicht. Einen Stuhl. Den Kalender will ich auch unbedingt haben. Mhm. Also viel Deko-Schnickschnack quasi. Ich gebe jetzt mal den Teppich. Okay. Hierher. Cool. Darauf. Komm her mal. Darauf stelle ich diesen Tisch und darauf kommt auch unsere Schrottente. Der Sessel. Mhm. Okay, mehr Schnickschnack habe ich gerade nicht hergestellt. Schade. Cool. Schön gemacht. Wie stehe ich wieder? Also mit Ihnen. Bitte lesen Sie den Text auf Ihrem Monitor. Drücken Sie nicht panisch die rechte Maustaste oder ähnliches, sondern lesen. Lesen könnte helfen.
könnte. So, jetzt könnte man ein bisschen blaue Farbe machen. Nehmen wir mal die rote da hinten. Und dann machen wir blaue. Sehr gut. Oh ja, 600, mehr steckt das nicht, ist okay. Aber 600 Farbe ist auch eine ganze Menge. So. Wie soll meine Platte da oben überhaupt ausschauen? Gute Frage. Ich bin mir noch gar nicht sicher. Da sind Schrott, Holz, Plastik, Steine und das ist schützklein, da brauche ich eine große Kiste. Tja. So nach und nach möchte ich eh alles auf große Kisten auswechseln, aber noch fehlen mir einfach die Ressourcen dazu. Aber es kommt der Moment, wo Ressourcen keine Rolle mehr spielen. Er kommt, es dauert nur noch. Könnten wir dich nicht auch einmal nach oben stellen? Ich weiß, es ist schade um die ganzen Gedanken. Eieiei. Dich müssen wir dann auch natürlich hochholen. Ich meine, das können wir nicht nach oben legen, weil der braucht das Wasser. Die Farben könnte ich höchstens dann an eine Wand da herunten hängen. Das wäre auch eine Idee. Weg da. Uffi. Hey. Fürchterlich hier. Man kann sich nicht einmal entspannt oben aufhalten, weil schon kommt der Hai. Das hier werden wir vermutlich dann doch einmal abbauen, oder? Weiß es noch nicht. Ich meine, jetzt heute haben wir einfach großen Umbau. Ja, bevor ich da aber jetzt, oder? Soll ich die Forge da hinstellen, vor das Fenster? Könnte ich machen. So. Hätten wir hier die Forge. Schrott. Holz. Plastik. Grünzeug. Ich brauche Seile. Nicht platzsparender. So. Dann hätten wir die Forge da heroben. Dann müssen wir allerdings da weiterbauen, damit wir die Kiste für die Forge hinhängen können. Und mal schauen. Die Flaschenpost stellen wir auch daher. Ich würde sagen, die stellen wir daher. Also ich hatte gestern Abend noch ein Gespräch, welche Angel jetzt besser ist. Also der andere war der Meinung, die teure Angel. Ich weiß es echt nicht. Allerdings angeln wir zu unterschiedlichen Gründen, weil er angelt nur, um sich Fische zu besorgen zum Essen. Und ich angle ja eigentlich fast immer nur, um mir Haiköder zu machen. Dass dabei so viel Essen rauskommt, ist ja der praktische Nebeneffekt. So, wir haben hier noch ungenutzte mittelgroß, okay. Rein da und dann habe ich Farbensamen, habe ich gesehen. 1, 2, 3 und 4. Genau die richtige Anzahl, das ist super. So. Eine da rein. Wunderbar. Den Wasserbehälter nehmen wir mal so. So, einmal trinken.
Eins, zwei, drei. Jetzt müssen wir Wasser machen wieder. Sehr gut. Dann brauchen wir einen Speer. Ah! Tschüss. Tschüss. Bleib da. Okay. Gibt doch keine Hühnchenkeule. Ich habe die Hühnchenkeule übers Wasser getrieben. Das war nicht das Geschickteste. Dann könnte ich ja theoretisch hier auch solche Wände machen. Was fehlt mir dafür gerade? Palmblätter. Palmblätter haben wir, soviel ich weiß. Zack, zack. Rein da. Holz. Nehmen wir uns auch ein bisschen mit. Quatsch. Also die Treppe entlang würde ich ja gerne so eine Wand machen. Genau. Einfach quasi die Treppe verschalen. So. Und daran könnte man jetzt theoretisch dann, warte mal, machen wir das so und so auch noch. Also das hier mal nehmen, das hier aufnehmen. Dann hierher gehen. Da könnte man zum Beispiel die Samen aufhängen. Damit kann der Kiste eigentlich nur noch dann was passieren, wenn die beiden Foundations da weg sind. Finde ich gut. So. Essen ist jetzt die Frage, könnte ich eigentlich auch noch oben geben. Aber dazu brauche ich oben zuerst mal Platz. So, Makrelen. Eins, zwei. Drei, reparieren. Immer dieser böse Hai. So. Oh, schaut gut aus. Okay. Gut. Du Hai. Ah, so schaut es dann aus, wenn da Kisten hängen. Okay. Was habe ich jetzt? Hunger. Ich komme. Ich esse gleich frisch, ja? So, gleich alle drei Makrelen gefuttert. Seid ihr schon fertig? Nein. Okay. Und dann könnte man hier eben so einen kleinen Anbaubereich machen. Hier könnte man noch weiter bauen. Es gibt aber doch noch was. Es gibt nämlich auch einen Kalender. Nägel. Brauche ich Schrott. Einen Kalender. Auf dem Kalender steht drauf, wie viele Tage man überlebt hat. So. Und da sehen wir, 45 Tage haben wir schon überlebt auf dem Wasser. Cool. Ja, und nach 45 Tagen haben wir so ein ansehnliches Floß. Finde ich bisher ganz okay. Gesagt, ich möchte es noch weiter ausbauen. Ich möchte vor allem die Antennen aufstellen, weil ich weiß, da kann man dann auch noch was anderes machen.
Licht ist sich heute noch keins ausgegangen. Schrott. Ist genau der Rohstoff, an dem mir mangelt. Eine Laterne. Beleuchtet die auch unten? Ach, ich kann noch einen. Moment. Daher. Cool. Das ist ja schick gemacht. Ja, okay. Ich muss mir da echt was überlegen. Unbefriedigend. Wir hauen die ganzen Vögel ab. So. Schön. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Baba.